Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout Shelter. Wir haben unsere ungewollten Kinder jetzt bekommen, ist es nicht toll? Die sind da, warum auch immer. Ashley Anderson und Rufix. Na gut, wieso auch nicht? Kann man ja mal machen. So, oh, wir haben einen Max. Achso, ja klar, die ist jetzt Bestie, ne? Gut, dann geh erstmal da runter. Zieh erstmal die 10 mm an. Haben wir noch irgendwas mit Intelligenz für dich? Nee. Da. Sehr schön. Gut, wen haben wir hier noch rumliegen? Die 15 und einfach Fabi, die trainieren A, um da auszuhelfen. Weil hier sind eindeutig zu wenige. Wie viele haben wir da? Oh, 4. Das ist wirklich der perfekte Job für mich. Ja, du Neun, da hast du recht. So. Okay. Shop Andersen. Mrs. X. Mrs. X, du wirst erstmal. Wo ist unser Friseur hin? Habe ich den vergessen zu platzieren? Nein, da ist auch. Mrs. X wird erstmal verunstaltet. So sieht's aus. Und dann wird sie höchstwahrscheinlich auch in den Sportraum geschickt, wobei. Es hat eigentlich nur zwei Platz. Wir haben nicht wirklich Geld. Oh. Räder. Ich habe doch noch nicht mal alles fertig gemacht. Sind wenigstens meine Ödländers hier. Ach nee, die müssen ja auch eigentlich trainieren, ne? Ja gut, solange die angreifen, ich meine, da wird höchstwahrscheinlich auch nichts Großartiges passieren. Vielleicht werden da ein, zwei Leute sterben. Vielleicht auch Mrs. X. Naja. Die Kleidung muss ich dir eigentlich noch wegnehmen, ne? Was habe ich denn für dich? Hier, zieh das an so lange. Dann weiß ich, wo das legendäre Zeug auf jeden Fall ist. Alles klar. Dann haben wir hier noch die 08 mit Stärke. Und Bruder mit Stärke. So, du hast jetzt 4. Du möchtest noch 5 trainieren. So. 500, ne? Vielleicht soll ich den Namen noch eingeben. So. So, guck mal, beide haben überlebt und sogar noch einen getötet. Oh, den behalten wir. Den könnte ich gebrauchen. So, dann kriegst du auf jeden Fall einen Laborkittel. War das andere auch ein Laborkittel? Ich hoffe. Ja. Yeah. Ein verbesserter Laborkittel auch noch. Junge. So, wir haben jetzt hier schon 4 voll Ausgebildete drin, ne? Ja, gut, dann gib du mal die Kleidung her. Und dann bekommst du sie. Zack. Oh, guck mal, Mrs. Six macht sie alle fertig. Oh, okay, oder auch nicht. So. Die 4, ach so. Das ist ja der Ödländer noch zusätzlich, ne? Der eh trainiert. Stimmt. Das heißt, einer wird immer trainieren und die anderen werden Dinge tun. Haben wir die auf Quest geschickt? Kann das sein? Ich glaube, die haben wir auf Quest geschickt sogar. So, dann haben wir Tywin Lannister mit E5. So, und du? Du, wo ist denn der kleine Igor? Er möchte direkt auf 10 bringen. Ja, gut. Ah, die anderen sind alles 10er, ne? Ja. Gut. Das ist dann leicht. Dann ziehen wir ihm mal 500 ab. 600. Jetzt hätte ich ihm fast dreimal 500 abgezogen. Aber dann wären wir wieder im Ausgleich. Was ist mit meiner Leertaste passiert? Achso, gut. Oh, ich habe sie gerettet. Sie war irgendwie eingedrückt. Keine Ahnung. So. Zack. Der Igor ist auf jeden Fall abgefrühstückt. Dann Julian. Das kann ich einfach kopieren hier. Ich glaube, das hat jetzt länger gedauert, als zu schreiben. So. Julie, wir sind bei 900 angekommen. Und Cynthia Walker. Da sind wir auch bei 900 angekommen. Nice. Das war Deadline.
Da seht ihr mal, was ich mir alles merken muss. Irgendwelche komischen Namen. 900. So. Das hätten wir durch. Wieso hast du hier eigentlich noch das hier an? Achso, klar, weil du I trainierst. Warte. Wenn das hier das Klassenzimmer ist, warum habe ich denen dann das Laborkittel gegeben? Das ist eine berechtigte Frage, Zero. So, Veranstaltung. Kann losgehen. So, haben wir... Naja, Frisur. Was? Da, hier, guck mal, da haben wir schon mal die Frisur. Aber wir haben kein Geld dafür. Geil. Also gut. Wir müssen Waffen sammeln, Leute. Das heißt, wir müssen separat jetzt hier alles hier wegklicken. So. Den behalten wir erstmal. Das sind nicht wirklich viele Waffen, die wir bekommen haben. Aber für dich, Mrs. Handy, gibt es 2 Mikroskope. Nice. Yay. Und ein rostige Scharfschützengewehr. So, da tatsächlich Sprühungsgefühle. Da habe ich sie hingeschickt. Achso, er ist zurückgekehrt. Ich wollte gerade sagen, haben wir die Quest nicht gemacht? Kurz verwirrt. Kopfjagd auf Bash. Ach so. Spielshow Feuerprobe. Also doch. Lunchbox. Naja, gut. Da möchte Julian gerne hin. Mal wieder. Ich war ganz normal und habe mir einfach eine Lunchbox gekauft, in der Scheiße drin war. Julian wird sich eine erkämpfen, wo Scheiße drin ist. Wir beide sind nicht wirklich glücklich damit. So, Mrs. Handy. Dann... Sind da jetzt 3 drin oder 4? Ich glaube, da sind 4. Einer versteckt sich immer am Rand, ne? Ja. Okay. Ach, guck mal, da liegt noch eine Leiche. Wie sieht's aus? Wir haben 75 Waffen gesammelt. Nice. Autsch. Aber das hier könnte Julian reißen. Hoffe ich mal. So. Hosenkobold. Nix für dich, Junge. So, Deadline. Du wirst hoffentlich viele Waffen mitgebracht haben. Apropos, ich bin gerade tot im Ödland. Ich werde wahrscheinlich sehr viele Waffen mitgebracht haben. Ein Superkleber sehe ich schon mal. Ja, und da endet es auch schon. Du enttäuscht mich. So, Jessin. Eine Schaufel sehe ich bei dir. Nein, das war falsch. Und das war's. So, Monkey Sass. Auf jeden Fall ein paar Waffen mitgebracht. Das ist das Wichtigste. Wir brauchen diese komischen Waffen. Wir brauchen das Geld. Wobei wir wahrscheinlich mehr Geld verloren haben, durch das Wiederbeleben. So, ich bringe 900 plus mit, Leute. Guckt euch das an. Ich war kurz vom Level up. Das ist doch nicht dein Ernst. Ich hätte noch locker. Okay, ich habe 17 Stunden durchgehalten. Irgendwie habe ich mir mehr erhofft. Aber hey, eine Schrotflinte für die Vault. Da gebe ich nämlich, die Schrotflinte werde ich direkt der Vault geben, weil es macht keinen Sinn, sie irgendwie für mich zu behalten. So Leute, genau. Ihr habt Ausrüstung in eurem Inventar. Gibt sie der Vault. Seid nicht so gierig, nicht so geizig. Guckt in euer Inventar und haut's raus. So, Julian, was bekommst du für ein Haustier? Das war daneben geklickt. Oh, das war auch daneben geklickt. Ach, das auch. Wo soll ich das denn hinziehen? Ich weiß. So, oh, ein Hund. Und? Ein einfacher. Na, oh! Plus 99% Gesundheit? Was? Dein Ernst? Das wird geprüft. Also gut. Ich gehe mal in mein Programm. Dazu muss gesagt werden, irgendjemand wollte noch wissen, genau, das Leben von dem neuen Legendären, der war für, wen war da nochmal? Igor, glaube ich. Oder Tywin? Ist doch dasselbe. Irgendjemand wollte die HP wissen von, wie hieß du nochmal? Löwe Junior, ach Löwe Junior. Das Leben deines Legendären beträgt genau 300. Ja, während dein eigenes Leben, wo ist es, 150 beträgt. Oh, du bist derzeit tot. Gut zu wissen. Okay, jetzt
Ah, ich habe Julians nie angeguckt. So, Julian. Julian, du hast 245 Leben. So, jetzt gebe ich dir mal die Töle. Wo läufst du jetzt rum? Muss ihn wiederfinden. Das ist Deadline. Da bist du ja, Julian. So. Plus 99% Gesundheit. So, jetzt muss ich, glaube ich, einmal kurz abspeichern, sonst landet jetzt nicht im Programm. Oder gucken wir mal nach. Da müsst ihr ja jetzt locker 500 Leben haben. So, Julian. Hier steht immer noch 245. Ich weiß nicht, ob es im Nachhinein quasi verdoppelt wird, aber der Hund hat auf jeden Fall keinen Einfluss auf dieses Programm. Das sind wahrscheinlich nur die Standardwerte. Aber ich tippe mal drauf, dass du diese 99% wirklich bekommst. Und dann hast du, keine Ahnung, 480 HP vielleicht. Aber ist trotzdem eine Menge. Ich weiß nicht, kann man es irgendwie noch anders testen? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Aber wir werden sehen. Stimmt, wir werden sehen, ob du jetzt klarkommst. Ich meine, das ist natürlich der perfekte Hund für einen Vault-Bewohner mit Roleplay-Aspekt. Leben. Er hat einfach doppelt so viel Leben. Und wenn sein Charakter hier fertig ist. Junge. Junge. Der wird da bestimmt mit 800 Leben rauskommen. Wenn nicht sogar 1000. Dann wird ihn keiner mehr schlagen können. Guckt ihn euch an, den Penner. Ach, wenn man die Leertaste drückt, dann landet man automatisch hier. Oh, cool. Ich weiß Bescheid. So, wir gucken mal bei Stims rein. Julian würde gerne 20 mit auf Spielshow Feuerprobe nehmen. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wenn ich in die Questanmeldung gehe. Julian probiert es alleine. Alles klar. Okay. Ich meine, du hast einen Hund dabei, der ordentlich was reißen kann und 20 Stims. Den Rest musst du dort finden. Ja gut, Leute, sag ich schon. Julian, ich würde sagen, dann sehen wir uns tatsächlich morgen zusammen hier in Discord. Sag mir Bescheid, wann. So, jetzt muss ich mein OBS wieder öffnen hier. Okay. So viel dazu. Wir haben jetzt wieder 5000 Kronkorken. Er weiß, es ist eine Menge Geldverschwendung, für hier den Scheiß hier zu machen, aber ich will's. Machen wir grün. Ja, und dann den Totenkopf. 2800. Egal, das lohnt sich. Es lohnt sich. Ich bin wieder arm. Ich bin wieder arm. Scheiße. So läuft hier noch jemand durch die Gegend, der nichts zu tun hat. Da. Dann geh mal da rein. Du bist die 13. Aber die müssen wir noch gucken, was wir mit dir machen. Guck mal, hier sind überall noch irgendwelche Leute. Job Andersen. Billy. Witzin. Wer läuft hier noch rum? Der Hosenkobold läuft hier noch rum. So, Deadline geht mal höher. So, ich glaube, jetzt läuft hier keiner mehr rum, ne? So, wir haben jetzt hier noch freie Charaktere. Ist jetzt die Frage, verbessern wir bei denen die Stärke? Ich glaube schon. Weil ich denke, dass Reaktoren laut meinen Erinnerungen am häufigsten vorhanden waren. Und wenn nicht, ist auch egal, weil trainieren ist immer gut.
Ah, ist schon voll. Okay, dann machen wir da noch weiter. Trainingsraum Stärke. Zack. Und dann passt ihr da rein. Okidokidi. Das hätten wir soweit. Sprühlingsgefühle, Leute. Die Sprühlingsgefühle. Schon wieder leer. Alles klar. Sprich mit Beichtvater Alvarado. Das werden wir doch hinkriegen, ne? Ich meine, wir haben hier drei top-trainierte Leute. Also sein Stärkewert ist schon ziemlich hoch. Willkommen, müde Reisende! Seid ihr hier, um euch in Atomsglühen reinzuwaschen? Kommt nur ein wenig näher. Bleib weg, du Spinner. Nein, danke, wir sind hier, um euch höflich zu bitten, keine Leute mehr voll zu sprühen. Ich versuche natürlich so zu reagieren, wie ich reagieren würde. Ach, Ungläubige, wir kennen einen noch schnelleren Weg, euch zu Atom zu bringen. Mit Nahkampfwaffen. Alter, wie viel Schaden habt ihr mir denn schon abgezogen? Also vor allem der hier mit der Sniper, der müsste eigentlich ganz klar in diesem Raum hier chillen und von da aus dann rüberschießen. Durch die Tür. Und die Wände. Na gut, das wird schon. Wir haben ja ordentlich Stims dabei, ne? Ja. Oh, easy. Die machen alle so ziemlich den gleichen Schaden, das gefällt mir. Aber seine Waffe eigentlich stärker sein müsste als die hier. Du hast ja 16 bis 17, ne? Du hast 10 bis 12. Wieso bist du besser? Wegen A. Ich stehe. Na gut. Nein! Ja. Haben wir Glück gehabt. Heißt, der A-Wert, der sagt auch noch einiges aus. Freut euch, o Stern, steht vor der Tür. Ostern, ach so. O Stern, der O Stern ist am Himmel. Guckt ihn euch an. Ich habe noch nie Ostern so gelesen. Deswegen war es ein bisschen suspekt. Da kommen gratis Heilung für dich. Oder hat man als Ader mehr Schüsse? Kann das auch sein? Oh, Kronkorken, ja. Das ist wichtig derzeit, Leute, dass wir Quests machen, die uns ordentlich Kronkorken geben. Oh, kleine Maulwurfsrädchen. Das ist ja auch kein Problem. Ist ja zum Glück jetzt nicht so groß. Ich dachte, es sah am Anfang größer aus, aber es ist wirklich nur ein kleiner. Von daher denke ich mal, werden wir das easy hier durchschaffen. Vielleicht finden wir auch noch ein, zwei Sachen für unsere Ödländer hier. Das wäre schon nice. Ah, oh, könnte auf jeden Fall schon mal besser als das Sci-Fan-Outfit sein, oder? Obwohl, 2-2-1. Na gut, die Intelligenz brauche ich jetzt nicht unbedingt. Stärke ist auch nicht wirklich das, was wir brauchen. Und jedes Auge soll von seinem Ruhm erblinden. Ach so, ich dachte, wir reden doch mal ein bisschen Smalltalk. Aber ganz ehrlich, was erwarten die eigentlich, was hier passiert? Die kommen mit Baseballschlägern auf mich zugerannt. Und ne Baseballschläger, ne Billardkö und ne Messer. Zumindest sind dieses beides Sportarten. Ist Billard eine Sportart? Glaube schon. Was ist dann das? Messer? Messerwurf? Keine Ahnung. Mehr Kronkorken für mich. Boom, Schakalak. Oh Gott, das ist peinlich. Oh, jeder eine, komm. Oh, ich würde am liebsten die Crits raushauen, aber ich glaube, ich spare die auf. Ey, ich werde immer enttäuscht, wenn ein Boss. Ich warte bis zu den nächsten menschlichen Gegnern.
Ihr wisst, wenn ich meine Crits aufspare, dann kommt einfach kein Boss. Da kann ich machen, was ich will. Aber wenn ich die Crits dann verbrauche, dann kommt ein Boss. Ich weiß nicht, was für einen strategischen Vorteil mir das bieten soll, aber ich glaube, ein Boss gibt mehr Loot. Okay, die Gegner werden irgendwie billiger. Es lohnt sich auch immer noch kein Crit. Ich denke, wir werden hier auf jeden Fall noch auf billige Tiere treffen und hier dann erst wieder auf Menschen. Weil das hier scheint dann so eine Art, keine Ahnung, Nahrungsreservoir zu sein mit Tierchen. Alles nach Plan, Leute. Ja, wenn ihr nicht im Weg stehen würdet. Ah, okay, ich hab's bekommen. Aber auch nur ein Spielzeugauto. Ja, wir haben doch zu Hause eine Vault-Waffen, die wir verkaufen können. Wobei, da wird wahrscheinlich nicht viel rauskommen. Okay, die nächsten menschlichen Gegner, Leute. Weil die brauchen ein bisschen länger zum Bekämpfen. Und wenn wir Glück haben, kommt vielleicht doch noch mal ein Boss. Ja, los, los, los. Danke. Wie sieht's damit aus für dich? Nein. Definitiv nein. Oh, Geld. Geld, Geld, Geld. Ich finde das sowieso ein bisschen merkwürdig, dass man seine Vault mit Kronkorken ausbaut. Einfach, von wem kaufst du denn diese Einrichtung und diese, ja, von wem kaufst du dieses Gebäude mit Kronkorken? Von Vault-Tec bestimmt nicht. Die werden keine Kronkorken annehmen. Ergebt euch, Atom! Ihr seid nur zu zweit. Na, scheiß drauf. Es ist so, als würde mich das Spiel verarschen wollen. Jedes Mal denke ich mir, oh, das lohnt sich nicht, den Crit. Wahrscheinlich hätten wir jetzt schon längst den nächsten Crit aufgebaut. Muss man alles ja bedenken. Oh, bitte, ich flehe euch an. Bereiten wir dieser ganzen Gewalt ein Ende. Atom scheint auf euch herabzulächeln. Das müssen wir respektieren. Außerdem seid ihr in der Übermacht. Ich bin Beichtvater Alvarado. Was wollt ihr von uns? Unser Aufseher will, dass ihr aufhört, wahllos Leute anzusprühen. Sag mir einen Grund, warum wir dich nicht abknallen sollen. Ja, das klingt logisch. Ich mag den Schnurrbart nicht. Der passt irgendwie nicht zur Frisur. Tja, aber wer soll denn auf ein neues Zeitalter umstellen, wenn nicht wir, obwohl wir nicht mal so schnell lesen können? Sprühlingsgefühle, zwei Coca-Cola Quantum und fast 5000 Kronkorken für die Vault. Ah, gratis Stuff. Sollen also wir dem. Nee, eine E-Rüstung anziehen bringt auch nichts. Na gut. Verbesserte Laborkittel, nice. Das bringt uns voran. So. Wenn ich mich nicht irre, ist der Löwe tot. Wir müssten gleich mal nach ihm gucken. Jason. Ey, du bringst Plus nach Hause. Wow. Dankeschön. Der Löwe. Du auch. Cool. Julian läuft noch. Ich laufe zurück, ich bringe natürlich mehr als Plus nach Hause. So. Perfekto. Ja, Leute, ich würde sagen, damit reicht das für heute. Wir haben mal wieder kein Geld mehr. Was haben wir mit dem ganzen Geld gemacht? Wir brauchen noch weitere 45 Waffen, wie viel habe ich dabei? Ich habe bestimmt keine 45 Waffen dabei, oder? Ich bezweifle das stark. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Immerhin 17 Waffen. Das bringt uns schon mal voran. Das heißt, wir werden mit 25 Waffen höchstwahrscheinlich nach Hause kommen. Nicht ich, sondern wir zusammen, zu dritt. Julian wird vielleicht noch ein paar Waffen mitbringen. Die Sprühlingsritualer-Typen werden noch ein bisschen was mitbringen. Also wir kommen der Sache näher. Ja. Und ich würde sagen, den Rest machen wir.
darf jetzt nicht beenden. Ihr seid schuld. Ah. Du kannst ja nicht kämpfen, oder? Du wirst doch gerade frisiert. Ich hoffe, an dir laufen die vorbei. Huch! Die ist aber schnell umgekippt. War gerade noch genug Kronkorken für dich gehabt. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu viele Leute verlieren. Weil ich habe nicht genug Geld zum Wiederbeleben. Lauf doch einfach weiter. Dankeschön. Ja, jetzt kommt ihr in eine Räumlichkeit. Da werdet ihr ein bisschen aufs Maul bekommen. Nicht viel. Vor allem, die haben alle keine Klamotten an, da unten. Da müssen wir darauf achten, dass wir die mal einkleiden. Vor allem, ich kann sie nicht alle gleichzeitig ressen. Die laufen auch immer so wild durcheinander. Da, es fängt an, es beginnt. Immerhin eine Todeskralle weniger. Die sind sowieso zu wenige. Wir müssen was gegen diese Todeskrallenangriffe machen. Aber wir sind ja dabei. Wir produzieren momentan ja starke Typen. Überschuss, wir werden ja immer Überschuss haben in so einer Vault. Die werden halt die Vault verteidigen. Selbstverständlich brauchen wir dafür Waffen. Yay, noch eine weniger. Jetzt hört auf rumzulaufen. Wie soll ich euch denn ressen? Oh mein Gott. Die haben nicht mal Waffen. Okay, du packst das. Du packst das. Du bist gut. Wen haben wir hier? Steven Pratt und Dennis Brooks. Der Zelle ist Dennis Brooks. Achso, der wurde im Ödland gefunden. Stimmt. Die können nur weglaufen. Kämpf doch mit den Fäusten. Oh Gott, das Willen. Ja, nahrungstechnisch sieht es momentan scheiße aus, oder wie? Na komm, gegen die wirst du sterben. Ich dachte, du läufst eiskalt weiter. Was, ihr Intelligenzbestien, ihr seid es nicht wert. Ihr habt nicht mal genug Fett auf den Rippen. Wo läuft der denn jetzt? Achso, er ist verwirrt. Ey, wir haben sie gestoppt. Okay, Rekord. Forschungslabor 2. Alles klar. Wir müssen diesen Rekord auf jeden Fall noch verbessern. Im besten Falle sterben die schon hier. Aber es muss sich halt bessern, ne? Also, kann man nicht viel zu sagen. Leute, wir sehen uns zur neuen Folge morgen wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.